Und da sind wir wieder. Jetzt hier ganz toll aus dem Kino wieder ganz heil rausgekommen. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch hier untersuchen sollten. Nee, mir fällt nichts ein. Wir reden noch mal mit hier dem Ich habe nichts zu diskutieren. Tieren. Ich kann im Moment nicht reden. Oh ja, du willst nur nicht. Das ist ein Unterschied. Sehen Sie, was ich hier habe. Eine Spielkarte. Wo haben Sie sie gefunden? Sie steckte in der Schranke. Haben Sie alles zurückgebracht? Noch nicht. Einen Augenblick. Bis dann, Wang. Tschüss. Was denn noch? Was denn noch? Für so einen Zusammenstoß ist das... Ja. Das geht nicht. Hier, will sie nichts fotografieren oder was? Das geht nicht. Gut, naja, will sie hier ran... Auch nicht. Sonst ist hier nichts mehr. Was denn noch? Aber hier war ja auch nichts mehr. Das geht nicht. Wieso? Beutel für Beweisstücke. Das geht nicht. Aber wieso nicht? Dieses Ticket ist gültig. Ja. Das geht nicht. Wieso will die das dann nicht reinpacken? Das geht nicht. Ach, du bist anstrengend, Kind. Aber hier ist... Ach, ein Mülleimer. Ach, ein Kupferrohr. Ein Kupferrohr, ziemlich leicht zu verbiegen. Für was? Wofür brauchen wir ein Kupferrohr? Gehen wir nochmal zurück zum Wang. Vielleicht haben wir es ja jetzt hier. Geschafft. Ich habe gerade nichts zu diskutieren. Ich werde ihn nicht stören. Gut, dann ist hier wohl doch nichts. Aber was denn noch geschafft, hat sie doch gesagt. Oder noch hier was? Nee, hier war ja nur die Karte. Hier ist nur der... Das geht nicht. Das da... Ach, okay. Wofür? Was? Was war das denn? Ich dachte, wir drehen das jetzt auf und... Jetzt hat ein Ende des Rohrs die richtige Form. Ah. Schlaue Nicole. Ganz schlau. Kriegst einen Keks, wenn wir wieder daheim sind. Und darfst deine Katze kraulen. Die arme Maus. Rattenmaus. Zuerst sollte ich Fotos vom Beweisstück schießen. Ja, natürlich. Ich bin noch nicht lange in dem Job. Tut mir leid. Das Beweisstück muss gesichert werden. Ja. Ich sollte das Beweisstück dem Techniker übergeben. Ja, aber erst sollten wir uns das angucken. Ein monatealter Zeitungsausschnitt. Der Artikel ist über einen Mord. Body found on street. Warte, kann ich leider nicht lesen. Okay. Das... Ist wohl einer unserer alten Fälle vielleicht? Vielleicht hätte man doch erst die anderen Teile spielen sollen. Also, auf sowas müssen wir erstmal kommen. Ich dachte, wir machen das jetzt auf und dann kommen wir da rein. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ganz merkwürdig. Ich habe einen Zeitungsausschnitt gefunden. Was steht drin? Etwas über einen Mord vor einem Monat. Und soll das etwa interessant sein? Bis dann, Wang. Tschüss. Was? Ich dachte, ich soll das dem geben.
Was denn noch? Ich werde ihn nicht stören. Lauf. Jetzt habe ich aber einen trockenen Hals. Wieso habe ich jetzt so einen trockenen Hals? Ich habe nichts zu diskutieren. Ich habe doch gar nichts gemacht. Womit habe ich das? Ich kann im Moment nicht reden. Verdient. Soll ich das jetzt alles da reinstecken oder was? Ich sollte das Beweisstück dem Techniker übergeben, ja. Ich dachte, das wäre der Techniker. Kann ich das jetzt auch wieder rausholen? Toll. Ich hoffe, ich habe alles, weil ich kann es eh nicht mehr ändern jetzt. Wer ist denn der? Williams, ein örtlicher Polizist. Ja, Hallo? Wer ist denn der Spurensicher-Heini? Sicherungs-Heini-Typ? Haben Sie alles zurückgebracht? Ja, die Kamera ist in der Kiste. Haben Sie das Beweisstück? Hier ist es. Bis dann, Wang. Tschüss. Tschüss. Toll, jetzt haben wir nur noch Taschenlampe und die Birne. Wo ist der Bolzen? Ja, was machen wir denn jetzt? Wang, unser Labortechniker. Ich habe gerade nichts zu diskutieren. Ja, aber... Entschuldigen Sie mich einen Moment. So. Was? Ich habe nichts zu diskutieren. Okay, dann gehen wir doch mit ihr jetzt zurück. Sie sind also noch nicht nach Hause gegangen? Das hatte ich gerade vor. Wo wohnen Sie? In Jersey. In Ordnung, da muss ich auch hin. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Klasse, danke. Die Patty hat irgendwas zu verheimlichen. So sehe ich die Sache. Die wurde auf uns angesetzt oder sie ist der Mörder? Hängt das Spiel? Unser kleines Labor. Ziemlich gut ausgestattet. Örtliche FBI-Dienststelle. Hallo. Hallo. Wang. Hallo, Wang. Vielen Dank für den bezaubernden Abend. Der Chef wird es wieder gut machen. Klar, das FBI schafft es nur durch die Überstunden. Was soll ich sagen? Kriminelle haben keine festen Arbeitszeiten. Sie sollten staatlich geschützt werden, wissen Sie. Arbeitszeiten von 9 bis 5, freie Wochenenden, Gefahrenzulage und so weiter. Bitte behalten Sie diese Ideen für sich. Die bringen es noch fertig, so einen Schwachsinn durchzusetzen. Unsere Berühmtheit mag wohl keine Bürokratie, oder? Diese Berühmtheitssache hat Ihnen gerade einen Eintrag in meinem schwarzen Buch eingebracht. Was ist das da auf Ihrem Tisch? Bauen Sie ein Auto zusammen? Dass Sie mir erzählt haben, es wäre kein Unfall gewesen, hat mich beunruhigt. Haben Sie irgendwelche Beweise? Der Motor hat an dem Übergang ausgesetzt. Das kann bei Handschaltung schon mal vorkommen, aber das war hier nicht der Fall. Könnte ihn jemand von außen abgeschaltet haben? Ja, dieser Chip vor mir war im Stromkreis eingebaut. Er verfügt sogar über einen einfachen eingebauten Funkempfänger. Dazu muss jemand am Auto herumgebastelt haben. Wir müssen das Wartungsheft und die Werkstatt überprüfen. Was ist mit der Tür? Die Schlösser waren zentral blockiert. Das hätte von jemandem außerhalb des Wagens getan werden können. Theoretisch ist das ziemlich einfach, wenn man den Zugriffscode hat. Wieso haben wir diese Visionen? Was ist los? Sie sind darin ziemlich gut. Wie nahe hätte man gewesen sein müssen, um das zu tun? Der Experte, den Sie mir geschickt haben, meinte etwas von ungefähr 100 Metern. Also weit genug, um sich im Schatten zu verbergen. Von welchem Experten reden Sie eigentlich? Sie haben ihn nicht geschickt. Sie können ihn vielleicht noch in der Halle abfangen. Egal. Er hat unsere Vermutungen bestätigt. Zumindest einmal übersteigt die Realität unsere Erwartungen. Ihre Intuition hat nicht versagt. Es sieht nach vorsätzlichem Mord aus. Puh, dann muss ich mich nicht für die Aufregung, die ich angerichtet habe, entschuldigen. Haben Sie noch etwas anderes gefunden? Ein Handy? Dummerweise vollkommen zerschmettert. Ich habe stattdessen ein Blatt Papier gefunden. Es ist blutverschmiert, aber man kann es immer noch lesen. Zum Glück für uns stammt er aus der Prä-SMS-Ära. Was steht drauf? Hier, sehen Sie. Er ist durchsichtig. Holland Street. Das ist ganz in der Nähe.
Und die Zeit. 7 Uhr. Soweit passt alles. Ja, sieht so aus. Und was stimmt nicht? Von dem hier abgesehen wissen wir bisher nichts. Natürlich ist es zu früh, nach dem Motiv zu fragen. Was ist mit Ihrem Bauchgefühl? Ich schätze, wenn der Typ dort 10 Minuten früher angekommen wäre, wäre nichts passiert. In der Tat hatte er ziemliches Pech. Dieser Killer ist, ein Spieler. Vielleicht war es ihm egal. Vielleicht hat er mit dem Opfer bloß gespielt. Einfach ein Psycho. Haben Sie die Spielkarte, die ich am Bahnübergang gefunden habe? Hier ist sie. Haben Sie sie untersucht? Ich kann nicht alles zur gleichen Zeit erledigen. Sie steht in Verbindung mit diesem Autostopper. Das ist derselbe Fall. Das ist egal. Der Chef hat mir etwas Dringendes hier gelassen. Wang, diese Karte ist die Unterschrift des Killers. Sie ist entscheidend für den ganzen Fall. Entschuldigung, ich habe jetzt keine Zeit. Der ist komischer Typ. Wang, kann ich den Scanner benutzen, um die Beweisstücke in unsere Datenbank einzutragen? Wissen Sie, wie das funktioniert? Meinen Sie scannen? Aber klar. Verarbeiten Sie dann die Daten auf Ihrem eigenen Computer. Der ist merkwürdig irgendwie. Ich muss Ihr Terminal benutzen. Nun, eigentlich haben Agenten keinen Zugang dazu. Bitte. Ich stecke über beide Ohren in Arbeit. Machen Sie es in Ihrem eigenen Büro. Kann ich dieses Beweisstück haben? Ja, aber denken Sie an die Vorschriften. Ihr Urlaub ist also vorbei? Eigentlich weiß ich das noch nicht so genau. Tschüss, Wang. Tschüss. Jetzt hat er wenigstens mal anders Tschüss gesagt. Beute mit Beweisen? Ich mag Wang eigentlich, obwohl er mich manchmal ärgert. Benutzerbildschirm der Datenbank? Ich fasse ohne guten Grund besser nichts an, sonst wird Wang wütend. Aber wir müssen... Ich fasse ohne guten Grund besser nichts an. Ja, hab's verstanden. Sonst wird Wang wütend. Ich habe verstanden. Zwischengeschoss. Server-Rack. Dieses Laborgerät wird zur allgemeinen Probenuntersuchung und zur digitalen Verarbeitung der Ergebnisse verwendet. Ja, klar. Ja, genau. Scanner, Drucker. Okay, dann scannen wir und dann drucken wir. Da der Scanner mit der Datenbank verbunden ist, kann ich schnell Informationen über die untersuchten Beweisstücke abrufen. Überall diese Büroklammern, sammeln die die? Ups, da ist ja gar nichts drin. Hallo? So. Das geht nicht. Holland Street, 19 Uhr. Ich sollte das Beweisstück nicht... Okay. Aber du willst es nicht da drauflegen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wieso? Willst du dich draufsetzen mit einer Plank im Hintern oder was? Nee. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ach, ich soll mir angucken. Werden die Daten aus der Datenbank ausgedruckt. Okay. Oh, ein Handy. Ein Handy. Okay. Jetzt fängt's an Spaß zu machen. Dialoge? Ach, das ganze Gespräch. Das ist ja vielversprechend. Das heißt, ich muss da irgendwann nochmal reingucken. Okay, dann werde ich das vorlesen. Aber erst... Gucken wir uns hier weiter um. Noch gibt's keine Dokumente. Oh, der Chef. Vater. Nick, wer ist Nick? Okay, gut. Dann bis in der nächsten Folge.